Mit kurzen Grußwörtern habe ich immer meine Schwierigkeit. Ich will es aber versuchen, es kurz zu machen. Für alle die, die uns jetzt als Open Source Business Alliance noch nicht so richtig gut kennen, warum gibt es uns eigentlich? Wofür sind wir eigentlich da? Was wollen wir eigentlich? Uns geht es darum, dass Menschen auch im digitalen Zeitalter in sichere, vertrauenswürdige Kommunikation vertrauen können, dass sie auch sich sicher sein können, dass Daten, die bei der Verwendung von IT-Systemen generiert werden, in ihrem Sinne genutzt werden. Uns geht es auch darum, dass Staaten die Daten von Bürgern und von Unternehmen und auch die eigenen Daten vernünftig schützen können und dass sie ihre Digitalisierung schnell und agil und besser, als das in der Vergangenheit der Fall war, vorantreiben können. Und außerdem geht es uns um die Wirtschaft, um Unternehmen, die frei miteinander kooperieren können sollen, die sich an offenen Märkten bedienen sollen und die Innovationen vor allem auch so frei wie möglich vorantreiben und auch vermarkten können. Das alles nennt man oder wird viel unter dem Begriff digitale Souveränität zusammengefasst und das zu erreichen geht, ich glaube, das ist mittlerweile bei ganz vielen Leuten Konsens, geht nur mit Open Source Software. Und dieses ganze Thema digitale Souveränität, Open Source Software ist im letzten Jahr erheblich diskutiert worden. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung und wir sind damit auch erheblich vorangekommen. Open Source und digitale Souveränität ist wirklich mittlerweile überall sichtbar in der Open Source, in der Strategie. Also die Europäische Kommission hat jetzt gerade eine Open Source Strategie rausgegeben. Im neuen Punkteplan des CIOs des Bundes von Markus Richter, in dem Bestreben, ein Zentrum für digitale Souveränität zu schaffen, was dann vielleicht von Bund und Ländern getragen werden könnte, in Gaia-X und in vielen, vielen anderen Initiativen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, ich habe es neulich schon auf der Mitgliederversammlung gesagt, dass das Jahr 2020 als das Jahr in die Geschichte eingehen wird, wo es wirklich die Wende für digitale Souveränität und Open Source gegeben hat. Das ist wirklich sehr erfreulich. Man sieht das auch, wenn man sieht, wer sich hier angemeldet hat. Also wir haben hier Vertreter aus der Wirtschaft, von Bayer, von PwC, von VMware, von Atos, von der Deutschen Bahn, aber auch aus der öffentlichen Hand, aus dem BMI, von BW Consult, vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das Außenministerium Dänemark hat sich mit einem Vertreter angemeldet. Ganz herzliche Grüße von mir. Und viele Kommunen, Region Rhein-Neckar, Stadt Essen, Stadt Bremen, Stadt München. Also großes Interesse für dieses Thema. Und ich sag mal, es gab ja auch mal so ein Open Source Winter Anfang des jetzt ausklingenden oder des letzten Jahrzehnts. Das hat sich gewaltig geändert und wir haben im Moment so viel Rückenwind, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen, was auch eine Herausforderung ist. Wir gestalten diesen Wandel mit, wir haben ihn mitgestaltet, wir haben ihn mit vorangebracht. Deswegen freut mich das auch, dass wir das hier heute in diesem Programm abbilden können. Also einmal die Initiative Sovereign Cloud Stack ist eine Initiative, die mit der Open Source Business Alliance und mit der Agentur für Sprunginnovation und mit anderen ganz maßgeblich vorangetrieben worden ist. Und das Gleiche gilt für die zweite Initiative, die wir hier heute vorstellen, nämlich das Open Source Code Repository für die öffentliche Hand, die auch ursprünglich, wo der ursprüngliche Impuls von uns und VitaCo, dem Verband der kommunalen IT-Dienstleister, ausgegangen ist. Wir gestalten das mit und das wird hier heute sichtbar und da freue ich mich sehr drüber und besonders freue ich mich darüber, dass also hier also einer unserer engsten Verbündeten und auch gleichzeitig mein langjähriger Geschäftspartner, Weggefährte, kann ich sagen, Ratgeber, Verbündeter, der ja auch aus unseren Reihen stammt, ursprünglich als Open-Source-Unternehmer, jetzt auch hier bei uns ist und mit der Agentur für Sprunginnovation auch im letzten Jahr ganz maßgeblich mitgewirkt hat, dass wir diesen Change jetzt wirklich sehen und dass wir jetzt die Chance haben, ihn auch Realität werden zu lassen. Ich weiß nicht, ob das den zeitlichen Anforderungen Genüge tat, Rico. Ich wünsche auf jeden Fall allen eine ganz tolle Veranstaltung hier heute.